das? Nicht mal sehen, ob ich diese bekomme. Ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Ist da jemand? Ist da jemand? Ha. Ich kann... Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Ein alter Traum. Seht zu! Wenn wir ein paar Zaubertränke finden, die könnten wir gut gebrauchen. Und fertig, hier entlang. Die Folterkammer. Hört ihr das? Kommt schon. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schießen. Ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt, und dann nichts wie raus hier! Beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lasst mich nachdenken. Freiheit oder Sogengarde? Besser zurück und kümmere mich um den alten Mann. Viel Glück, ihr beiden.
sehen, wo das hier hinführt. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Werft einen Blick darauf. Also gut. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen.
ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt Strunkel, ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut. Aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund. Hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören.